Wie war's heute? Naja, das Übliche halt. Nächste Woche wollen sie schon wieder bauen, obwohl noch kein Plan fertig ist. Dafür aber 1000 Änderungen machen. Bei dir? So ähnlich. Heute waren wieder nur Verrückte im Geschäft. Lauter Sonderwünsche und absurde Vorstellungen. Man könnte meinen, Schuhe verkaufen wäre einfacher. Prost. Prost. Heute läuft ein Dokumentarfilm über Jeff Koons im Fernsehen. Das schauen wir uns an. Schatzelein, heute Abend ist Fußball-WM. Noch dazu das Finale. Das schauen wir uns an. Die Doku ist sicher spannender als das langweilige Fußball, okay? Ich freue mich schon wochenlang auf dieses Spiel und darum will ich es jetzt auch nicht verpassen. Außerdem suchst du immer du das Fernsehprogramm aus. Ich will jetzt aber nicht Fußball schauen, Sahnepups. Kommt eh jedes Jahr der Scheiß. Spinnst jetzt? Das kommt nur alle 4 Jahre, darum muss ich das jetzt denken. Gib her, gib schon her! Da, such sie! Bilde dich mal ein bisschen. Warum tust du das immer? Was denn? Nur weil ich Fußball mag, bin ich noch lange nicht dumm. Jetzt lass den Sender, du Depp! Du bist eine Zicke, Jassi! Horn, du hast einen kleinen Pimmel! Du kannst mich beleidigen, so fühlst du mir das wurscht. Schießen am Ende der 20. Fußball-Weltmeisterschaft. Oder gibt es vorher noch diesen einen Geniestreich? Schöner Foul. Einfach da weggezogen, weil er jetzt gar nichts mehr pfeift. Erlauben sich die Argentinier jetzt deutlich mehr als erlaubt wäre. Palacio, das war auch ein ganz klares Foul. Müssen wir uns immer wegen so einem Blödsinn streiten? Du drehst immer gleich so durch. Regel und die heißt Karte, ich korrigiere dich ja ungern, aber musst dir noch sagen, also es sind 9 Minuten. Tut mir leid. Können wir kuscheln? So lang ja, sind wir jetzt hier schon zusammen, da kann man auch mal beim Rechnen. Ich wurde ja plötzlich eben zu meinen Leistungen verdonnert, obwohl ich das nie in meinem Leben hatte. Du Spinnradl. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen. Ich hab dich auch gern. Und danach gibt's dann Elfmeterschießen. Und jetzt...